Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. So Leute, ich habe die letzte Folge halt wie gesagt noch beendet. Zu Hause, wie immer, alles fertig gemacht. So wie auch sonst. So, dann ist schon mal einen guten Start in die neue Woche. Euch allen gewünscht. Kommt gut durch den Montag. Kopf hochhalten, bald ist Dienstag. So, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Was wollten wir, was brauchten wir? Erstmal saufen. So, erstmal was süffeln gehen. Ach ja, so. Genau. So, jetzt haben wir getrunken. Jetzt gucken wir, ob wir noch was haben, um Geld zu machen. Genau, hier rein. Ja, du stehst wahrscheinlich nur rum. So, jetzt gucke ich mal. Nee, hier haben wir jetzt eigentlich nichts weiter. Tja, ne? Dann müssen wir mal schauen. Haben die hier was drin? Nee. Ist irgendwie ein bisschen komisch. So, ich wollte mal die Jagdhütte gucken, weil... Genau, jetzt gibt es ja hier so Fässer, ne? Und da kann man jetzt Salzfleisch machen an dem Fass. Genau, oder gesalzener Fisch. Haha, also brauchen wir Salz, Fisch oder Fleisch. Genau. Okay, prima. So, was haben wir denn? Ach, du Scheiße. Okay, wir nehmen auf jeden Fall die ganze Pilze mit. Die ganzen Pilze nehmen wir mit und verkaufen sie. Sehr schön. Gewicht sieht noch sehr gut aus. Wir haben auch noch einen Pilz. Also ein paar Pilze. Wir haben sogar noch einen Eisenbolzen drin. What? Okay. Wollen wir den vielleicht mitnehmen? Komm, den nehmen wir mit. Ach nee, Eisenbolzen. Das ist ja nicht Eisenpfeil, das sind ja die Eisenbolzen. So, wie viel Gewicht hatten das jetzt hier? 6. Können wir das noch mitnehmen? Ja. Dann nehmen wir noch das Fleisch mit. So. Die Quest können wir abschließen. Weizenkorn haben wir. Und... Ah, da müssen wir, glaube ich, rüber, ne? Ins andere Dorf, ne? Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. So, dann lass uns das jetzt erstmal gleich als erstes machen. Und ach, guck mal, jetzt werden uns sogar die Steine angezeigt. Das ist neu. Okay, krass. Krasse Sache, Freunde. Krasse Sache. War das schon vorher so? Ich glaube nicht, ne? Also, ich glaube nicht. Ich glaube, vorher war das noch nicht so. Egal. So, komm, erstmal die Quest jetzt abschließen. Und anschließend gucken wir mal, was wir noch machen. Ob wir vielleicht irgendwo noch eine Quest haben. Aber es ist halt jetzt wieder der letzte Tag, ne? Und dann kommt neue Jahreszeit und... Ja... So. Na, 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 na. So, auf zu Inga. Ja, goldtechnisch müssen wir halt gucken, ne? Dass wir dann im Winter besser, mehr Gold machen. Ich meine, es ist ja, es läuft. Ein neues Feld wollten wir noch anlegen, siehst du? Genau, für die Leinsamen. Inga, guten Morgen. Hier ist das Getreide. Ich danke dir. Wir stehen immer, was für immer, in deiner Schuld. Ich kann dir das ein oder andere über Landwirtschaft beibringen, wenn du willst. Okay, sicher, danke. Sehr schön. Ja, sehr schön, oder? Aber irgendwie haben wir nichts gekriegt, kann das sein? Sehr komisch. Sehr komisch. So, jetzt verkaufen wir erstmal hier die ganze Pilze. Die ganze Pilze. Wie viel hat's denn noch? So, das Fleisch. Das da. Und das da. So, 1600 haben wir jetzt. Okay, mehr hat die hat jetzt aber auch nichts, ne? So. Hey, Inga. Inga? Ah, warte mal. Ich möchte etwas sagen, schöne Frau. Wirkt wunderbar, Dame. Nee. Okay. Na gut, denn eben nicht. Edge. So, Falibor. Ja, du hattest nur das Normale. Okay. Gut. So. Hier gab es jetzt keine Quest. Wir haben noch in... Gustovia. Ich glaube, wir müssen mit Alvin quatschen.
Müssen wir noch mit. Warte mal, wir haben kurz ins Journal. Alvins Quest, sprich mit Alvin, genau. Zu Unigost müssen wir warten und hier brauchen wir noch ein. Also, alles klar. So. Na, da quasseln wir mal mit Alvin. Mal sehen, was der jetzt hat. Der hat ja jetzt seit Bohren. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwann demnächst für den, dieses Trainingsgerät bauen. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir dafür? Kann man das schon... Huch? Hallo? Hier. Das da. Rundholz und Stroh. 20 Stroh, das finden wir doch hier vorne gleich, oder? Ja, ich glaube, hier hatten wir Stroh. Schilf, genau. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Und dann bräuchten wir nur noch 3 Rundholz und dann könnten wir das nicht mehr schon bauen. Siehst du? Feierl auf Helle, ich weiß es nicht. Ich hab's jetzt einfach mal mitgenommen. So, Alvin. 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 Grüß dich, Alvin. So, oh, ich kann etwas Feuer in diesen Augen sehen. Worüber denkst du so intensiv nach? Wir könnten eine Zielscheibe fürs Bogenschießen bauen. Nee, sag ich's nicht. Gott sei Dank, ey. Willst du dabei helfen? Sicher, habe ich eine Wahl? Ich werde diese Frage ignorieren. Ich kann uns problemlos Stroh besorgen, aber wir könnten Holzscheite für einen Hammer nutzen, um es zu bauen. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Ich komme mit dem Rest zurück. Wir brauchen 5 Rundholz und einen hölzernen Hammer. Toll. So, Rundholz, Stock. Rundholz und Stock, Rundholz und Stock. So. Wo haben wir die Axt? Auf der 2. So, Baum fällt. Er fällt natürlich ganz ungünstig. 1, 2, 3, 4. So. Den hölzernen Hammer brauchen wir. Hölzernen Hammer. So, den hölzernen Hammer haben wir jetzt. Und... Oh, neues Level. Crafting. Sehr schön. Wir brauchen noch 2 Stück. Eigentlich würde eine Birke reichen. Haben wir irgendwo eine Birke stehen? Eine Birke. Nicht? Wo ist das hier? Ahorn? Ist das hier auch ein Ahorn? Das ist alles Ahorn. Hier haben wir eine Fichte. Ne, eine Kiefer. So rum. So. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, sehr schön. Überladen sind wir auch nicht. Perfekt. Also, ab zurück zu Alvin. Alvin! Oh Gott, Freunde. Das wird noch etwas mühselig werden mit Alvin. Pippin? Alvin, grüß dich. Hallo, bitte sehr, wie geht es nun weiter? Ich kenne einen guten Ort, um das zu bauen, folge mir. Ende des Dialogs. So, na, dann lauf mal. Na, 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 na. Oh Gott, und dann kommt die Quest, wo du so und so viele Punkte beim Bogenschießen machen musst. Ach du Scheiße. Davor kraut's mich schon. Oh. Oh. Ja, lauf du schon mal vor, Alvin. Lauf du schon mal vor. Wir könnten... Ach, der hat uns sogar jetzt Stroh gegeben, ne? Hm. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung von der Planung, egal. So. Na, dann mal gucken. Jetzt müssen wir bestimmt das Ding gleich hinstellen.
Lauf, Mayu. Lauf, 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 lauf. Genau. So, sprich mit Albin. Moin. Hier wird es perfekt sein. Was denkst du? Ja, ein recht guter Ort. Wie geht es weiter? Als nächstes werde ich das Schießen üben. Wenn du Zeit hast, kannst du mir zeigen, wie du es machst. Du bist definitiv besser darin. Achso, wir haben es schon gebaut. Sprich mit Albin. Okay. Hallo. Gut, mein Lehrling. Zuschauen und lernen. Ich denke, 20 Meter vom Ziel sind genug, mein Meister. Fein. Erreiche 20 Punkte. So, jetzt müssen wir... Ich meine, die 20 Punkte sind jetzt nicht sonderlich schwer. Jetzt müssen wir 20 Punkte, stimmt. Warte mal. Ich speichere jetzt schon mal ab. Ja, 0-0. Wir müssen erstmal unsere Pfeile wiederholen. Ist ja noch irgendwo einer? Nee. So, jetzt müssen wir. Ach du Scheiße. Genau, jetzt müssen wir 20 Punkte erreichen. Wie viel haben wir? 10. Elf. Vierzehn. Der war drüber. 17. Mein Gott, ey. Punkte, okay, perfekt. Einen haben wir da drüber gesammelt. So. Und wir sprechen wieder mit Alvin. Hallo. Und so wird es gemacht. Wenn du nur so bescheiden wärst, wie du sorgfältig bist. Ich kann nicht beides sein. Es gibt noch viel zu lernen. Später, nachdem ich mehr geübt habe, werden wir ein Schießturnier organisieren. Abgemacht, dann bis zum nächsten Mal. So, warte auf die nächste Jahreszeit. Das wäre dann im Winter. Winter ist natürlich nicht verkehrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Winter ist ja nicht mal verkehrt. So, jetzt, alt, haben wir irgendwo noch einen Pfeil? Nee, okay. So, da kannst du die Bogen mal wegpacken. Danke. Tja. Ich würde sagen, die Quest mit Albin haben wir jetzt. Ja. Aber das wird noch ein bisschen nerviger werden. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Häuschen. Ich denke mal, da werden wir uns als nächstes drum kümmern. So, ich laufe jetzt mal kurz. Ich trinke einen Schluck Kaffee. So. Jetzt spurten hurtig, hurtig. Gut, als nächstes bauen wir ein Häuschen. Mal gucken, wo wir es hinstellen. Damit es schön ins Dorf passt. Okay, er pumpt wieder wie Maikäfer. Ach ja, schön. Da ist ein Hase. Habe ich den Stein vielleicht rausgeschmissen, dass ich den sehe? Weil der ist ja so gelb, ne? Aber eigentlich liegen ja hier mehr Steine. Ich glaube, das ist ein Stein, den ich selber mal rausgeschmissen habe. Weil wenn der guckst, hier liegt nämlich auch noch einer. Wenn ich jetzt mal den Stock, siehst du hier Stein. Ja. Schade. Ich dachte schon. Ich dachte schon, dass man die Steine so sieht. Na egal. Egal. Oder? Egal.
So, Stein und... War hier in dem Häuschen, ne? Die Sticks. Stein? Ne, hier sind jetzt nur noch Stein drin. Ach, ich glaube, die nehmen ja selber die Sticks raus, ne? Oh, das 20 Stroh habe ich trotzdem, hä? Das ist komisch, aber auch gut so. So. Flachsheim. Eine gute Hilfe der Herstellung von Leingarn am Spinnrad. Das machen wir jetzt mal. Da kriegen wir ja auch das Nähen dann ein bisschen höher, ne? So, Spinnrad. Ach, jetzt habe ich nur einen geklickt, ich Dussel. So, mach mal alle. Mach mal alle. Ach, herrlich. Was braucht mir für den Langbogen? Zwei oder drei Stück? Ich weiß es gar nicht. Ja, noch hat der Bogen ja gut. Muss man sich jetzt nicht drum kümmern. So, ja, so machst du dann halt Leinfäden, ne? Oh, Mann. Ja, das geht schnell hier, das geht schnell. So, noch ein, dann haben wir das geschafft. Durchhalten, Leute, durchhalten. Sehr schön. So. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wie viele Leinfäden haben wir jetzt insgesamt? Naja, 26. Kann sich sehen lassen, oder? Ja, 9 Flachsheim. Okay, die können wir ja auch schon mal reinpacken. So, Stückspelzer. Okay, Leder. Okay. Alles klar. So, jetzt wollten wir noch ein Häuschen bauen. Und am besten setzen wir das hier so hin. Damit wir uns hier nach die Richtung ein bisschen weiter. Wir brauchen 6, also noch 5 Rundholz. Das Schöne ist, wir müssen jetzt selber kein Holz mehr hacken. Wir wollten noch einen Holzfäller bauen, Mädchen. Ein Holzfäller! Okay, Leute, pass auf, folgendes. Ich nehme mal noch 5 Stück mit, erstmal, damit wir den Grundriss setzen können. Wir bauen jetzt ein Haus und anschließend noch einen Holzfäller. So, so wird es gemacht. Und so machen wir's. Guck mal hier, wie schön das hier hinpasst. Ja, ja. So. Bäm. Sehr nice, oder? Also ich find's geil. So. Jetzt brauchen wir den Hammer. Dann brauchen wir bearbeiten. Wände mit Fenstern. Dann Holzwand mit Fenster. Steinwand. Nehmen wir Holzwand. Eine Tür, Holz, machen wir alles schön aus Holz. Hier kommt ein normales hin. Wände, Holz. Oh, verdammt. Hier, ist jetzt hier mit Fenster oder auch nicht? Nee, nee. So. So, Holz, alles aus Holz. So. Dann haben wir das. Wie sieht's aus mit dem Dach? Strohdach. Dach mit hölzernen Ziegeln. Brett und Rundholz. Brett und Rundholz. Machen wir ein Holzdach draus. Genau wie hier. Auf der anderen Seite auch. So. Zack. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir erstmal jede Menge Rundholz. Beziehungsweise, ne, immer mal so, mal gucken, wie viel wir mitnehmen können. Wir sehen es ja am Gewicht. Rundholz haben wir ja genug da. So. Wir können 15, ja, fast 20 Kilo könnten wir mitnehmen. Nehmen wir mal 7 Stück können wir mitnehmen. Perfekt. 7 Stück. Immer 7 Stück. Naja. So. Laufen wir wieder ein bisschen hin und her. So, wieder 7 Stück. Damit wir uns schnell bewegen können und das schnell über die Bühne kriegen. So. Oder
Eisenhammer geht auch gut runter, ne? Wenn man das so mal sieht. Das ist schon heftig. Aber wir werden auf jeden Fall noch einen Holzfäller brauchen. Da kommen wir nicht drum herum. Aber wenn wir jetzt noch einen zweiten Holzfäller haben, dann sieht es ja ganz gut aus. So. So, wieder Abmarsch. Schade, dass man hier nicht durch die Wand greifen kann, weißt du wie? Das wäre geil. So. Genau. Einmal frei. Einmal frei. So. Zack. So, jetzt brauchen wir noch... Ach, hier oben haben wir auch noch, warte mal. Brauchen wir 2 Rundholz, 6 Rundholz. Und für die Dächer brauchen wir 4 Rundholz. Hier machen wir auch nochmal Holz draus. 6, 4, sind 10, plus 2. Ne, hey, warte mal. Ja, doch. 4, 6, 10, 2 sind 12. 12 Rundholz, das heißt noch zweimal laufen. Noch zweimal laufen und dann haben wir dort. Mit dem Rundholz zumindest. So, nehmen wir einmal 6. Ach, schön. Jetzt läuft aber auch irgendwie die Musik ein bisschen besser, oder? Kann das sein? So. Das Ganze jetzt nochmal. Und dann brauchen wir Bretter. Die müssen wir uns wahrscheinlich herstellen. Weil ich glaube, hier drin haben wir jetzt 16 Bretter. Ja, obwohl. Könnte reichen. So, jetzt erstmal nochmal 6 Rundholz. Huch, dann müssen wir mal gucken, wie viele Bretter wir brauchen. Zwölf. 24, wenn ich richtig rechne. So, 24 Bretter brauchen wir insgesamt. 24. Nehmen wir erstmal die 16 mit. Halt, wir haben noch ein bisschen Gewicht, haben wir noch, ne? Ja, viel nicht mehr. Wenn ich jetzt 2 hier mitnehme, ja, da sind wir zwar überladen. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Ich glaube, so viel war es gar nicht. 24 brauchen. Mal kurz überlegen. 2 Bretter. Okay, da haben wir 18, 20. Das heißt dann noch 2. Okay, wir tragen jetzt zwar zu viel, aber das ist erstmal Rille. Weil gleich tragen wir nicht mehr so viel. Ja, so. Vier Stück brauchen wir nur noch. So, das heißt nochmal 2 Rundholz. Bretter herstellen und dann haben wir's. So. Seht ihr? Kriegen wir alles hin. Zack. So, da haben wir unsere 4 und gut ist. Ich finde, die Animation könnten sie noch besser machen, ne? Sieht so aus, als ob du da irgendwas in deinen Händen machst. Weiß nicht, wäre geil, wenn er dann so eine Säge in der Hand hätte. Und... Ne? So, Haus fertig. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Zwecks Reparatur. Da wollte ich nämlich auch nochmal durchseppen. Aber ich glaube, das sieht alles noch sehr gut aus. Noch nichts Rotes. Noch nichts Rotes, Leute. Gut, da können wir den Hammer eigentlich wegpacken. So. Jetzt geht's drum. Haus, Ressourcen, Holz. Den Holzschuppen 2. Na, das dauert noch. Also wir 6 Rundholz. Komm, wir zeichnen uns das schon mal an. Mit 6 Rundholz. Das ist ja jetzt nicht schwer. So. Wo stellen wir den zweiten hin? Den zweiten Holzschuppen.
Wäre schon cool, hier unten irgendwie hin. Oder so was hin. Wo es schon bin. Ah, kriege ich nicht dazwischen. Nee, schade. Den könnten wir da hinkriegen. Ich weiß nicht. Ich hätte ihn gerne hier daneben. Ich glaube, daneben würde sich nie ausgehen. Nee. Ich könnte ihn jetzt hier irgendwie so reinklatschen, aber irgendwie... Da bauen wir ihn hin. Ja, warum nicht? So, was brauchen wir jetzt hierfür? Ein Rundholz. Ein Rundholz. Sind wir bei 2 Rundholz. Und 8 Stroh. Das kriegen wir auch noch hin. So. 2 Rundholz, bitteschön. Das müsste es ja eigentlich dann schon gewesen sein. Ja, nur noch 8 Stroh und dann haben wir schon unseren zweiten Holzfäller stehen. Okay, super. 8 Stroh. So, habe ich nicht noch Stroh hier dabei gehabt? Nee. Oh, Stroh haben wir so gut wie gar nicht. Hä? Hey, aber sollten wir nicht aus Leinsamen Stroh kriegen? Ich glaube nicht, nee. Also Flachs. Ein Feld wollten wir noch aufsetzen, ein zweites. Großes. So. Und schon haben wir einen zweiten Holzfäller. Ja, prima. Ja. Ne? Jetzt haben wir unseren zweiten Holzfäller. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Fähigkeiten. Wir hatten ja ein Level ab. Machen wir jetzt mal noch zusammen. Handwerker und Arbeit. Auf- und Abstufung von Hausmodulen. Koch in Arbeit. Schmied in Arbeit. 10% schneller Herstellung. Schneider, Bäcker. Baumeister. Ausdauerverbrauch beim Bauen. Ich glaube, dazu müsste ich das freischalten, oder? Ja. Und dann können wir nämlich Bauarbeiter. Haltbarkeitsverlust von Hämmern beim Bauen. Ah, okay. Ja, ne, dann nehmen wir die hier als nächstes. 10% weniger Ausdauer. Okay, prima. So, Management. Frau Ladenbesitzer, was hast denn du im Holzhacken? Eine 3? Ich glaube eine 3. So, Ressourcenlager brauchen wir nicht. Holzschuppen, hier. Arbeiter zuweisen, Holzfäller. Bams. So, jetzt haben wir unseren zweiten Holzfäller. Einmal frei. Ich bin schmutzig, ich müsste mich waschen. Und dann können wir ja eigentlich schon rübergehen in Richtung Winter. Ja, ne? Einmal frei. Geile Sache. So, wintertechnisch. Was wollen wir machen? Auf jeden Fall holen wir uns noch einen ran, der hier bei uns dann wohnt. Werden wir brauchen. Vielleicht hole ich mir noch einen Holzfäller. Mal gucken. Also einen dritten. Wäre nicht verkehrt, oder? Weil da hätten wir auf jeden Fall keine Holzprobleme mehr. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen... Wir könnten uns ja noch eine Jagdhütte bauen. Guck mal hier, alter Falter. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Alter, wie viel Fleisch haben die denn hier drin? Ist ja krass. So, wir nehmen schon mal die ganzen Pilze raus, weil die werden wir verkaufen. Nein, hier. Zack. So, das machen wir jetzt noch schnell zusammen, schon vorbereiten für die nächste Folge. Wie gesagt, die Pilze werden wir alle verkaufen. Das Fleisch werde ich jetzt rüberlagern. Da können wir jetzt... Wie viel können wir jetzt mitnehmen? 12, 13, 14. 14? Wie gesagt, das geben wir ins Lebensmittellager, das Fleisch. Dass die Leute auch gut zu essen haben. Nicht, dass die mir hier verhungern. Ach du Scheiße. Hoho! Hier haben wir auch noch Haufen Pilze drin. Guck mal. Alter, da können wir gut Geld machen, ne? So, dicke Suppe, hier nochmal Röhrenpilz, hier Edelritzer, Reizker, mein Gott, Ritzker. wir könnten dann uns noch ein paar Suppen herstellen, aber wir haben ja Suppen. Und die Sache ist, die verfaulen ja bald. Ah, ist alles nicht so einfach. So, jetzt das Fleisch wollen wir rüber. Ja, das kriegen wir alles hier rein.
Einwandfrei. Also nahrungstechnisch sind wir gut aufgestellt. So. Das heißt, am nächsten Tag müssen wir mit Alvin quatschen. Da müssen wir vorher abspeichern. So. Ihr wisst, wie es läuft. Ich brauche erstmal meine Pelzsachen. Und die müssen wir jetzt dann gleich mal anziehen. Wieso habe ich hier zweimal Haube? So, einmal das anziehen, einmal... Achso, Kapuze. Pelzhaube. Hier Fellstiefel und dicke Handschuhe. So. Und jetzt können wir mal gucken, was mal alles rüber... Wieso habe ich denn das doppelt hier, die Haube? Ist ja krass. So. Alles andere ist jetzt erstmal Rille. Vergammelte Suppe. Kann man die vielleicht verkaufen? Ja, warum nicht? Nein. Alter, was habe ich denn hier so viel verdorbenes Zeug, ey? Ach, schade. Ja, das verdirbt jetzt ja. So, wie viel brauchen wir? 1 Kilo, 1,5 Kilo, so. Ja, aber warum nicht? Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja hin. So, dann würde ich sagen, ich speichere schon mal ab. Mache ich immer, bevor er wechselt. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.